Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einem weiteren Orakel und zwar Union Berlin gegen Leipzig. Das Abendspiel zum Sonntag. Yep. Also gestern waren ja ziemlich viele Tore gefallen in der Bundesliga. Und zwar 5:1 für Dortmund, dann haben wir Leverkusen gegen Paderborn 3:2 gehabt, dann haben wir Wolfsburg gegen Köln 2:1 gehabt, Bremen gegen Düsseldorf ein 1:3. Freiburg gegen Mainz 3:0 und Gladbach gegen Schalke 0:0. Und das Abendspiel am Freitag war ja 2:2 ausgegangen. So, die erste Halbzeit werde ich hier mit Union spielen. Und die zweite Halbzeit mit Leipzig. Die meisten wissen das ja schon. Ich spiele hier auf Profi. Ja, also mein Tipp wäre ein 2:0 für Leipzig. Hier könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr tippen würdet. Ja. Also gestern hat Dortmund ja richtig rasiert. Was heißt richtig rasiert? Also 5:1, das ist schon richtig gut. Also ich tippe ja auch, dass Dortmund Meister wird. Allein schon die starken Transfers, was sie gemacht haben. Abseits. Heute spielt ja auch noch Frankfurt gegen Hoffenheim. Hätte ich können auch orakeln. Ja, auch ein gutes Spiel gewesen. Oh, schöner Pass. Ah, der Abschluss war nicht so toll. Also ich spiele hier noch mit den alten Teams von 2018-19. Ich habe noch nichts verändert. Also falls ihr Namen seht, wo gar nicht mehr in dem Verein sind, ja, tut mir es leid. Ab FIFA 20 wird es wieder richtige Orakels geben mit richtigen Mannschaften. Also mit aktuellen Teams, meine ich. Lauf! Ah! Also Frankfurt-Hoffenheim, da würde ich mal tippen, dass Frankfurt gewinnt. Da schätze ich mal auf ein 2:1. Okay, der war gar nicht mal so schlecht. Also ich werde mal immer so abwechseln mit den Orakels, eigentlich mal mit FIFA, dann mal mit Karten. Welche Orakels mögt ihr denn am liebsten? Mögt ihr die FIFA-Orakels am liebsten? Mögt ihr die Karten? Oder mit Sticker? Ja, ist gut, Stickern. Gut, Sticker mache ich ja eigentlich nur, wenn ich keine Karten mehr habe. Also. Ich glaube, Karten habe ich jetzt, glaube ich, nur noch Multipack. Nein, nicht Multipack, sondern die wie Blister. Eins. Und dann gehen hier immer gleich 4 Stück auf ein Orakel drauf. Och. Nein, das gibt's nicht. Der hätte doch drin sein müssen. Angreifen. Sabitzer. Ja, bei Bayern gibt es ja auch was Neues. Da, die haben ja angeblich jetzt, soll es fix sein, Coutinho ausgeliehen.
Ach, was mache ich? Ach, an den Pfosten. Ja, moin. So, ich nehme das Orakel jetzt mitten in der Nacht auf. Eigentlich fast morgen. Eigentlich wollte ich gar kein Orakel bringen, aber ich dachte doch, komm. Ah, ja, egal. Ich bringe ja trotzdem ein Orakel. Anscheinend mögt er sie. Also die Zeitschrift während der Woche kam leider nicht so gut an. Das gibt's nicht. Jetzt zählt da noch der Torwart. 3-4 gute Chancen hat hier Union. Zugelassen haben sie auch noch nicht so viel hier. Ja, Leipzig jetzt mit dem Nagelsmann als Trainer. Mal schauen, was er auf Leipzig hier leisten kann. Entschuldigung. So, jetzt kommt die Halbzeit und danach sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe noch keine Auswechslung getätigt. So, wie ihr seht, spiele ich jetzt mit Leipzig. Und direkt schon eine Chance und bam, ist er drin. Paulsen. Hat ja nicht lange gedauert. Yusuf Paulsen. Mal gespannt, wie hoch das jetzt wird hier. Also ich denke mal, dass Union Berlin auch direkt wieder absteigen wird. Genau wie Paderborn. Köln bleibt oben. Wer als dritte Mannschaft absteigen würde, boah, das kann ich noch gar nicht so sagen. Da muss man erstmal ein bisschen warten, bis ein paar Spieltage vorbei sind. Dann könnte man schon sagen, wer absteigen könnte. Also. Ja, immer mitten in die Meute. Ich finde schon zwar cool, dass Union aufgestiegen ist, aber so ein Verein in der ersten Liga, die halten dann nicht lange. Gut, das hat man, glaube ich, damals auch zu Hoffenheim gesagt, glaube ich, die aufgestiegen sind. Oder war das ein anderer Verein? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, es wäre Hoffenheim gewesen, wo die immer gesagt haben, ey, die steigen direkt wieder ab. Aber, ja. Bis jetzt noch nicht. Oh, ist da einer verletzt? Ja, dann werde ich den mal gleich auswechseln. Kann aber sein, dass er nur geschwächt ist. Ja, ich schau mal gerade. Oh doch, er ist verletzt. Kampel. Ja, da holen wir mal den Gampel raus. Ne, den Gampel. Da tun wir mal Adams rein. Und dann tun wir noch einen irgendwie rein. Was könnte man denn noch wechseln? Tun wir den Mukiele, oder wie der heißt hier. Da, zack. Frischen rechten Verteidiger rein. Ach, shit. Ups. Ja, der war ein bisschen zu weit drüber. So, da kommen dann die... Ja, Union hat auch gewechselt. Abdullahi.
Aha. Weiß gar nicht, ob der noch da spielt. Ich kenne mich mit dem Team nicht aus von Union. Schade. Jawohl, Pausen. Da ist der Neue. Der muss ja jetzt noch frische Luft haben hier. Was? Ach, Paulsen. Was du denn da? Meine Güte. Na ja, toll, dann läuft er nicht mehr. Was ein Eumel. War das Werner? Bestimmt. Bin mal gespannt, ob Werner jetzt wirklich zu Bayern wechselt. Was ich ja nicht glaube. Also ich müsste Werner nicht haben. Dann habe ich lieber Mandzukic, wenn sie den kriegen. Als Backup. Wäre natürlich cool, oder? Mandzukic zurück nach Bayern. Haben wir zwar wieder fast einen Rentnerverein, die Bayern. Da wollen sie verjüngen und holen sich nur alte Säcke. Perisic mit, glaube ich, 30 oder wie alt er ist. Gut, Pavard und Hernandez. Pavard hat mir nicht so gefallen am Freitag. Kann aber auch sein, dass die sich noch nicht so richtig eingespielt haben. Mal schauen. Das erste Spiel, da kann man noch nicht richtig was sagen. Ja, moin. Das Orakel könnte fast stimmen hier, was ich sage. Also ich sage 2-0. Real Life. Und hier geht es jetzt wahrscheinlich 1-0 aus. Wenn ich nicht noch schnell irgendwie Konter mache. Na. Jo. Das war's. 1-0 im Orakel für Leipzig. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ordentlich ein Like. Ein Like auf dieses Video. Genau. So, da liken und natürlich subscriben und die Glocke aktivieren. Sorry, das hat jetzt mal ein bisschen gehakt hier mit dem Stream Deck. Ja, da würde ich sagen. Bis zum nächsten Orakel-Video oder Stream. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.